So, ich hätte jetzt ganz gerne, dass von oben mal Eisen... Oh, da hat sich gerade was falsch verbunden. Dass von oben mal Eisen kommt, damit ich gucken kann, ob es funktioniert. Du bist noch falsch. Ja, so läuft's. Okay, Eisen kommt, Eisen wird weggenommen, Eisen läuft weiter runter. Eisen kommt, Eisen kommt. Eisen steht auf dem falschen Splitter. Du kannst schon mal umgedreht werden. So, das hier unten brauchen wir später ja gar nicht mehr, ne? Nö, okay. Hier brauchen wir noch einen Splitter. Allerdings ein Feld weiter vorne. Damit das einmal da langlaufen kann und einmal dahin zu dem Bereich für die blauen Chips und roten Chips und Flüssigkeitsverarbeitung und was weiß ich. So, und jetzt bleibt das ganze Eisen hier unten hängen, weil da ist schon Endstation. Und jetzt könnten wir die gesamte Eisengeschichte hier abbauen. Mache ich aber noch nicht, weil die arbeitet momentan eh nicht. Das wäre Zeitverschwendung. Und ich hätte jetzt ganz gerne das Kupfer. Außerdem hätte ich das ganz gerne, dass wir auf beiden Seiten Eisen haben und nicht nur auf einer. Das heißt, wir werden hier gleich einen Splitter einfach hinsetzen und dann ist gut. So. So. Dann brauchen wir schnellere Ärmchen. Oh, stopp. Kein Splitter. Wir machen einfach hier ganze Ärmchen auf dem anderen halbe Ärmchen. Das ist viel toller. Wo sind halbe Ärmchen? Wow, halbe Ärmchen. Da, halbe Ärmchen. Schub, 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 schub. Genau. Gib mir 200 davon, 200 davon. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, wie schaut's aus? Eisentank füllt sich. Erz. Staut sich das Erz? Also ich muss jetzt gucken, wo die Probleme sind. Also wo ich effektiver arbeiten muss, dass das Ganze durchgehend noch schneller läuft. Bei dem Ding fehlt nix. Doch, der Abtransport von dem Eisen dauert ein bisschen. Also das Raussaugen. Das heißt, du brauchst hier zwei Pumpen. Gesagt, getan. Eine Pumpe dahin. Ja, jetzt sieht man hier durchgehend das Eisen drin, durchgehend das flüssige Eisen abgepumpt werden. Es läuft alles wesentlich schneller. Nächste Pumpe dahin. Jo, jo, jo. Okay, alles schön hier. Ihr, habt ihr ein Problem? Schlacke wird schnell abgepumpt. Ihr braucht einfach nur Speedmodule. Ja, okay. Speedmodule. Bauen wir 10 MK2 Speedmodule. Schlacke. Schlacke ist leer. Das ist sehr, sehr gut. Denn weiter den Rattenschwanz lang kommen jetzt die Steine. Die Steine werden produziert. Diese kleinen Klümpchen werden hier eingelagert. Da bleiben sie auch bis ihr Lebensende. Hier kommt Stein. Haben wir noch halbe Ärmchen? Bauen noch mal ein halbes Ärmchen. So, es dauert jetzt eine Weile. Ja. Steine haben wir mehr als genug. Ich denke, das Ding wird irgendwann voll sein. Aber das dauert noch ein bisschen. Aber es wird sich definitiv füllen. Wir haben zu viel Stein. Wir müssen irgendwo Stein sinnvoll noch verwenden. Also 20-fach Mauern oder was weiß ich. Wir haben genug heiße Lava. Scheinbar. Ich starre mal eine Weile auf die 4,1. Aber es scheint 4,1 zu bleiben. 4,2. Also wir haben sogar einen Überschuss an Lava-Produktion. Das ist auch sehr gut. Weil, wie gesagt, die 1600er Lava ja auch noch zu 1800er gemacht werden muss. Das ist also okay. Und die haben hier immer noch keine Module. Also das könnten wir auch noch steigern. 1400er Lava ist irgendwie viel zu wenig. Das verstehe ich nicht ganz. Also ja, wir brauchen davon noch nicht so viel, weil Kupfer nicht ganz so viel benötigt wird. Mit der Zeit doch immer mehr. Also hier müssen noch mehr hin. Bitte gib mir... Haben wir noch welche? Ja, wir haben noch ganz viele davon. Sehr schön. Dann bau doch einfach mal da noch drei davon hin. Und du hättest gerne 1400er Lava.
1400er Lava. Achso, einfach Shift rechts, Shift links. Viel schneller. Sehr schön. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Alle am Arbeiten? Oh nee, 1400er, 1200er. Zing, zing, zing. So, jetzt alle am Arbeiten? Ja, okay. So, das geht also nochmal schneller. Problem ist jetzt allerdings, dass wir das 1400er schneller verbrauchen. Ist aber kein Problem wirklich, denn momentan war das ja alles nur temporär gelagert. Also die beiden Geothermal-Extraktoren leisten hier gerade die ganze Arbeit. Und wir haben eigentlich die Zent mehr. Die sind nur noch nicht angeschlossen. Und zwar ist das die Aktion hier hinten. Aber auch das baue ich erst um, wenn Kupfer oben vorhanden ist. Das heißt, für die nächsten Folgen liegt an den ganzen Rattenschwanz oben für Kupfer nochmal zu machen. Wobei ich die Schlacke einfach hier mit abpumpe. Hm? Ja, okay. Also, Kupfer. Wir brauchen jetzt nochmal 3 Zentrifugen. Wir brauchen viel, viel mehr, aber erstmal 3 Zentrifugen. Bau davon 5. Dann haben wir hier ganz viele Bäume, die müssen weg. Der Roboport hier unten, den brauchen wir gar nicht mehr, ne? Wo ist er? Da ist er. Den hatten wir ja nur aufgestellt für die Bäume. Gib mir die da. Nimm den mit. Setz dich einfach hier oben irgendwo hin, wo Strom ist. Da. Und mach denn hier die Bäume weg. Da die Bäume weg. So. Wo sind die Roboter? Da. Zack. So, ach so, eine Kiste braucht ihr auch noch. Kisten. Wenn ich jetzt die Logistikkiste von unten mitnehme, habe ich 10.000 Holz im Inventar. Oh, ist sogar noch im Einzugsgebiet. Aber ja, sehr viel Holz. Hier habt ihr noch mehr Holz. Was fehlt denn für eine gelbe Kiste? Stahl. Ja, Stahlproduktion müssen wir übrigens auch noch hier hin machen, ne? Also Flüssigstahl. Du, gib mir. Du kriegst. Kohle, Kohle, nein. Wir verbrennen keine Kohle mehr. Das ist out. Kohle verbrennen. Wir brauchen Kohle jetzt für Lava. Ja, und das scheint hier super zu funktionieren. Also alles hat jetzt ganz viel Eisen. Es staut sich richtig. Sehr gut. Deswegen könnten wir eigentlich wieder diese Superkisten aufstellen. Die Lootkisten quasi. Zieh das mal weiter nach unten. Wo ist so eine Lootkiste? Eine wieder ganz unten. Iron Chest? Nein. Brecht das mal ab da. Die 5 Zentrifugen. So. Jetzt kannst du die 5 Zentrifugen nochmal bauen. Dann bauen wir gleich 10. Lootkiste. Da. So. Und einfach hier. Normale Ärmchen reichen vollkommen. Die sollen nur den Überschuss einlagern. Ganz langsam. Das gleiche machen wir mit Kupfer dann später auch. So, also, die Zentrifugen sind in Arbeit. Kupfer. Roboter sind am Werkeln. Gut, gut. Licht. Hau das einfach mal hier überall zwischen. Da haben wir eh Platz gerade. So, also, Kupfer kommt an. Zentrifuge. Da. Wir haben den Pol. Hinter dem Pol Licht, Licht, Licht. Dann kommt die Zentrifuge mit Wasser nach oben und unten. Achso, und ihr arbeitet nicht, weil ihr keine Kiste habt. Ja, okay. Zentrifugen abbrechen, Kiste bauen. Da. Alles dahin. Genau. Kiste kommt, wir brauchen noch die Ärmchen. Ärmchen könnt ihr schon mal anschmeißen. Da, ganz viele Ärmchen. Und als nächstes hätten wir gerne Shooting Speed, weil das keine Hellblauen braucht. So, machen wir. Ist komisch, dass es mit der Forschung durchgehend so gut funktioniert hat. Also auch jetzt in dieser Umbruchsphase, wo wir teilweise kein Eisen hatten, hatten wir immer noch genug Science Packs. Und das, obwohl ich gar nicht nachgeguckt habe, ob da sich irgendwas staut oder irgendwas fehlt oder sonst was. Das ist echt solide, das Ding da. Der Komplex. Schön, schön. Du. Da drauf.
darauf und eigentlich dahin, aber geht gerade nicht so gut. So, und reiß mal das da oben ab. Wir machen denn aus den ganzen Gummidingern da neue Samen und setzen den Wald irgendwo anders hin. Genau, das heißt, jetzt kommt das Schlangenmuster zum Vorschein. Das ging darum. Angriff. Oh, 7 Türme schießen, und das ist zu wenig. So. So sieht das richtig aus, ne? Ja, das da kann weg. Das war die angedeutete Kupfergeschichte. So. Dann Ärmchen. Da und da. Da und da. Das heißt... Das sieht irgendwie anders aus. Warum haben wir hier noch so einen Schwenker drin? Keine Ahnung, warum da jetzt noch so ein Schwenker drin war. Aber jetzt ist er weg. Das sieht irgendwie besser aus, hm? So, also da kommt Kupfer an. Da wird's reingetan. Du machst bitte Kupfer. Wasser oben. Du machst bitte Kupfer. Wasser oben. Okay. Das heißt, du bekommst Wasser von hinten. Ja. Müssen wir irgendwie hinten rumwuseln. Also du bekommst Wasser von hinten. Da. So und so. Und hier machen wir irgendwo einen Wasseranschluss nach. Das ist Schlacke, kein Wasser. Ja, mach mal da unterirdisch. Geht da raus. Mach da. Weg damit. Wo ist das Wasser jetzt noch drin? Sauberes Wasser. Nein, sauberes Wasser mit Schlacke vermischt. So. Da ist auch noch sauberes Wasser. Jetzt ist alles wieder gut. So, so. So, Schlacke. Okay. Sauberes Wasser kommt von da, kommt von da, kommt von da. Was machst du da? Sehr komisch. Und ich will jetzt nicht da wieder irgendwas verbinden, also machen wir hier schon die Verbindung nach oben. Da kommt jetzt sauberes Wasser hoch. Nach da. Da raus. So, ihr habt sauberes Wasser. Sehr schön. Schlacke. Schlacke könnten wir eigentlich direkt hier anbinden. Ja, ginge. Wir brauchen dafür wieder unterirdische Rohre. Normale Rohre. Das braucht eine Weile. Wir setzen die denn hier, dann gehen sie nach oben und laufen dann darum, darunter, daran. Und da können wir da noch eine Pumpe reinsetzen, damit das von oben auch gut durchgezogen wird. Also, du bekommst schon mal von da nach da ein Rohr. Breche das mal kurz ab. So, Schlacke. Da kann das ruhig durchlaufen, weil das kann sie nicht verbinden. So. Da geht das runter. Da kann es sie auch nicht verbinden. Da und da. So. Das heißt, das Einzige, was jetzt fehlt, ist das Rohkupfer, das Dreckige. Und du musst weg. Und wir brauchen hier noch eine Zentrifuge, damit das Ganze einigermaßen gleichmäßig aussieht. Laser. Shooting Speed, Research. Ich gehe ganz schön auf Waffensachen gerade, ne? Fällt mir auf. Aber ja, alles andere brauchen wir auch momentan nicht so wirklich, weil es geht momentan nur darum, das alles umzubauen. Wirklich neues Zeug, das würde mich jetzt total überfordern, wenn wir damit auch noch anfangen würden.
Also so, so, so. Ja. Gut, du machst bitte ebenfalls Kupfer. Wasser nach unten. Nach da, nach da. Schlacke da raus. Da runter, da hoch. Dahin. Dahin. Fertig, oder? Achso, Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen. Ja, ich habe vergessen, ich muss dazwischen hier immer noch die Fließbänder machen zum Rausschmeißen. Ja, wäre praktisch, ne? Dass wir das saubere Erz auch noch bekommen. Ja, das machen wir also nächste Folge. Nächste Folge machen wir die Wuselschnecken-Serpentine hier drin. Wobei das denn nicht ganz so schön aussehen wird wie hier, denke ich. Aber müssen wir gucken. Also eventuell setzen wir die Rohre noch ein bisschen weiter nach oben, damit hier die Straße quasi besser durchkommt. Dann läuft das hier lang. Und dann müssen wir auf der Seite die Blastfurnace bauen. Haben wir zwei Blastfurnace schon auf Vorrat? Nee, ne? Ne, ist hier nichts, wo Gelb aufblinken. Okay, dann baue davon bitte schon mal zwei Stück. Davon haben wir zwei. Ja, okay. Das heißt, wenn die zwei Sachen gebaut sind, haben wir auch davon alles auf Vorrat. Haben wir Tanks? Nö. Also auch nochmal zwei davon und einen davon. So, also nächste Folge. Das Gewusel hier drin bauen. Die Blastfurnace bauen. Die Forges bauen. Und dann ebenfalls die Lebenslinie so umbauen, dass wir auch Kupfer durchgehend produzieren. Und dann dürften wir keine Ressourcenprobleme mehr haben. Warum hast du nicht genug flüssiges Eisen? Da wird schon wieder jemand bevorzugt. Das geht ja mal gar nicht. Warum haben wir nicht genug flüssiges Eisen? Weil nicht genug Eisenerz ankommt. Da hinten. Warum kommt nicht genug Eisenerz an? Das ändern wir doch gleich mit ganz vielen Speed-Modulen. Die kommen übrigens auch wieder auf die Liste. So. Hat das Spieler-Crafting-Inventar da ein paar Stunden was zu tun. Wow. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal. Halbe Ärmchen? Ja, haben wir ein paar halbe Ärmchen dazwischen. So. Das, falls die eigentlich funktionieren, dass die anderen einspringen können. Ja, das werden wir auch noch alles feintunen müssen. Das Wichtigste ist erstmal, dass Eisen funktioniert und dass Kupfer wahrscheinlich in der übernächsten Folge auch funktionieren wird. Und danach wird alles so feingetunt, dass es alles durchgehend läuft und beide Seiten von den ausgehenden Fließbändern mit den Rohstoffen, also Eisenplatten und Kupferplatten, auch durchgehend voll sind. Ja, sieht soweit schon mal sehr, sehr gut aus. Also, bis gleich.